ein Lebenszeichen von mir. Guck mal, komm mal her. Ich wollte euch alles Liebe, alles Gute wünschen. Asche auf mein Haupt, dass in den letzten Monaten nichts mehr gekommen ist. Aber ein guter Vorsatz. Heute ist der 3. Januar. Oh, schnell voll, ne? Der 3. Januar und ich habe die Kamera mal wieder in die Hand genommen und dachte mir, ich nehme euch einfach mal ein bisschen mit bei meinem Spaziergang. Ich gehe gerade mit dem Cooper ein bisschen raus, weil es so schön schneit. Und werde euch mal ein bisschen erzählen, warum es ja wieso so viel Funkstille war. Ich hoffe, euch geht es allen gut auf alle Fälle. Mir geht es besser. Und es gibt viele neue Sachen und mit denen möchte ich, oh Gott, kann ich gar nicht mehr sprechen. Total ungewohnt, jetzt mit der Kamera wieder zu sprechen. Es gibt viele neue Sachen und die möchte ich gerne mit euch teilen. Viel Spaß bei diesem ersten Video im Jahre 2021. Ich muss euch jetzt mal zeigen, also wenn Cooper unsicher ist, ich renne hier gerade durch die Büschenei. Wenn der Cooper unsicher ist, ich zeig's euch mal. Wow! Also er kennt jetzt gerade den Schneemann nicht. Oh Gott, ey, wo renne ich denn lang jetzt hier mit dir? Er kennt den Schneemann nicht. Na, brauchst du keine Angst haben, komm mal her. Komm mal her, Herr Cooper. Der Cooper hat Angst vor dem Schneemann, vor diesem kleinen Schneemann. Komm mal her. Komm mal her. Guck mal hier. Was hier? Das ist ein Schneemann doch nur. Nur ein Schneemann. Dann bellt er immer. Wenn er das nicht erkennt, dann bellt er. So, auch wenn wir abends immer im Grunewald sind. Und da kommt nur ein einzelner Mann lang mit einer schwarzen Jacke zum Beispiel, den kläfft er den voll an. Ich weiß nicht, ich glaube, es ist eher so Unsicherheit. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr einen Hund habt, ob es so ist oder was man dagegen tun kann. So, mein Schatzi, jetzt gehe ich schnell zum Auto, hol den Ball und dann gehe ich hier mal kurz in diesen Park mit dem Cooper. Deshalb muss ich die Jacke zum Mal. Oh, der freut sich so doll, ey, der Flitze. Seht ihr das? Nee, sieht man jetzt nicht, was? Er kommt gleich her. Guck mal, er rennt wie ein angestochenes Kalb. Cooper! Komm her! Wie ein angestochenes Kalb rennt er, ne? Also, nicht normal, aber was ist heutzutage normal? Ich bin nicht normal, der Hund ist nicht normal. Wir sind halt anders wie die anderen. So, jetzt geht's weiter. Ich laufe schon jetzt im Auto und hol den Ball. Hat er sich losgerissen? Hi. Straße. Und du wartest. Warte. Also man sieht es, der Cooper ist mitten in der Pubertät. Er ist jetzt mittlerweile anderthalb, ist er war. Ein Jahr und fünf Monate. Und ich werde gerade so angeguckt, weil ich mit der Kamera spreche. Es wird gelacht. Herrlich, oder? Ich sage, wir sind anders wie die anderen. Der Cooper ist jetzt ein Jahr, fünf Monate, wiegt ungefähr 29 Kilo und ist mitten in der Pubertät. Also das heißt, so wie auch bei uns Menschen, er ist ein Junge und rennt alles, was nicht gerade Ödel-Ödel hat, hinterher. Ist nur am Schnuppern, nur am Lecken. Ey Leute, ganz furchtbar. Aber nun gut, man muss ja konsequent sein. Viele kastrieren ja dann oder setzen diesen Chip an. Da sind wir eigentlich nicht so Freunde von. Und ja. Aber er ist schon ein Lieber. Weil viele haben mir nachgefragt, wie er jetzt aussieht. Ich habe ihn auch nicht mehr bei Facebook gepostet, weil ich habe mich da abgemeldet. Und ich war irgendwie ein bisschen langweilig. Ich zeig's euch nochmal. Ich weiß auch nicht, irgendwann war da zum Schluss zu viel Medienkonsum. Ab und zu bin ich jetzt sogar noch bei Instagram, aber auch nicht mehr so viel. Aber wenn ich diesen Kanal natürlich wieder etwas aufleben lasse, brauche ich die Plattform natürlich auch, um Werbung zu machen. Ja, oh Gott. Treppenlatschen ist ja mega anstrengend. Oh Gott. So. So Leute, wir sind jetzt wieder zu Hause und ich sage euch, ich muss den Fernseher leiser machen. Also wir schauen immer ganz gerne, dass der Hanni in der Küche steht und fleißig arbeitet. Hanni, du darfst Hallo sagen. Du hast die Erlaubnis, Hallo zu sagen. Dann gucken wir, das ist immer so sonntags und da denke ich, irgendwie sind die Sendungen wahrscheinlich alle Asbach uralt, aber total gerne, das ist hier Caesar, ne? Oh,
Der Kuppa ist total müde. Der Kuppa ist müde? Guck mal, wer hat denn so eine Hunde? Komisch, oder? Naja, gut. Und ich sitze jetzt schon vorm Computer und versuche mal nach 7 Monaten, also ich bin da wieder wie ein Anfänger, meine Dateien rüberzuziehen und die ersten Sachen für das Video zu cutten. Gucken, ob ich es hinbekomme. Ich stelle mich da mal ein bisschen dropsig an. Ich aufschreiben jeden Schritt. Das ist so laut in der Küche. Mein Gott, der Küchenmann. Mein Küchenboy. Oh, jetzt ist er mein Küchenboy, heute Nacht ist er wieder mein Tallboy. Oh, sorry. Noch mal ganz kurz ein. Hanni, hör mal bitte nicht ganz so laut. Was? Mach nicht ganz so laut, ganz kurz, wenn du den Rest nur noch machst. Doch. Nein. Aber nein, ist egal jetzt. Nein. Das Wasser leuchtet laut. Das ist die Waschmaschine. Ach, die Waschmaschine. Ah, okay. Ganz kurzes Update jetzt nochmal zu unserer nächsten Situation, unserer nächsten. Kann ich schon mal nicht reden. Also Fakt ist, dass wir jetzt erstmal getrennte Wege gehen, der Hanni und Icke. Der Hanni versucht da unten eine Firma wieder aufzubauen. Ich bleib jetzt hier. Hab mich ja beruflich neu orientiert. Ja, wenn ihr dazu Fragen habt, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Da kann ich ein neues Video zu machen. Ich versuche jetzt wirklich jeden Sonntag wieder ein Video zu machen. Dieser Kanal ist ja eigentlich dazu entstanden, weil ich eigentlich immer so euch mitnehmen wollte. Oh, jetzt kommt die Waschmaschine richtig laut. Sorry. Weil ich euch ja mitnehmen wollte, so als mein Tagebuch für die künstlichen Befruchtungen. Ja, das gibt es jetzt leider auf diesem Kanal erstmal so nicht mehr, weil wir keine künstliche Befruchtung jetzt erstmal planen. In den nächsten 3 Jahren ist es erstmal so, dass wir beide uns beruflich auf den Beruf orientieren, sagt man so, ja. Ja, dann werden wir ja mal gucken, was die Zukunft so bringt, ob das alles so klappt, harmonisiert, sagt man das so, beruflich, auch privat, gucken, wo uns die Wege da so hinführen. Ja, der Cooper bleibt wie gesagt erstmal bei mir und ich fahre dann sicherlich auch ab und zu runter an den Bodensee. Voraussichtlich ist bei mir ist, dass ich im April da runter kann. Gucken, was Corona so macht, ob der Corona uns das erlaubt, wieder zu reisen. Ich würde mich sehr freuen. Corona war im letzten Jahr so ein Ding, so bei mir, privat. Darüber möchte ich gar nicht reden. Ich war so oft in Quarantäne und so oft hat mich dieses Thema begleitet, dass ich, das steht mir bis hier, ich bin unter die GH-Wurzeln, es kommt mir auch schon aus den Ohren. Ich habe wegen Corona so viele Tränen vergossen, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Aber ich habe mir gesagt, das sind alles so negative Sachen, da möchte ich mich gar nicht groß aufhängen mehr. Ich gucke nach vorne, ich möchte positiv nach vorne schauen, ich habe wieder Ziele oder Wünsche. Und ja, dazu kann ich ein neues Video machen. Ich versuche jetzt dieses Video zu schneiden. Ich wollte eigentlich nur mal Hallo sagen, tada, da bin ich wieder. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass das letzte Video 7 Monate her ist. Ich musste das hier erstmal alles ein bisschen ordnen, mich wiederfinden, mich reflektieren. Ja. Und ich glaube, ich bin positiv zurück. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich auf Instagram, steht ja irgendwo, werde ich euch verlinken, auf Instagram weiterfolgen. Facebook gibt es, glaube ich, erstmal nicht mehr. Mal gucken. Und wünsche euch einen zauberhaften Sonntag noch. Bis nächsten Sonntag.